Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen weit hinüber alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl, an der ganzen großen Zahl. Der Himmel ist voller Sterne. Und wir möchten Ihnen heute von einem Mann erzählen, der immer mal wieder nach oben in den Himmel schaut, in den Sternenhimmel, und der dort mehr sieht. Der Mann heißt Alvin Strait und er fährt mit seinem Aufsitzrasenmäher im Schritttempo 500 Kilometer quer durch Amerika, weil er nicht mehr gut genug sehen kann, um mit seinem Auto zu fahren, seine Beine zum Laufen zu schwach geworden sind und auch kein Bus in die abgelegene Gegend fährt, wo sein Bruder wohnt. Mit dem möchte sich Alvin versöhnen. Mit ihm hatte er sich zerstritten. Vor 10 Jahren hat er sich mit ihm zerstritten und seitdem auch nichts mehr von ihm gehört und gesehen. Und jetzt hat er erfahren, dass sein Bruder einen Schlaganfall hatte. Straight heißt auf Englisch geradeaus. Straight heißt aber auch geradlinig im Sinne von aufrecht. Und wir möchten Ihnen mit Alvin Strait Mut machen, dass Sie sich eine Gradlinigkeit bewahren oder vielleicht ganz neu für sich entdecken. Leben wir unser Leben, lassen uns dabei die Verantwortung nicht aus der Hand nehmen und kämpfen, falls nötig, demütig um das Wunder der Versöhnung mit Gottes Hilfe. Die Hilfe, die von Gott kommt, die sei mit dir. Beim Blick in den Himmel kommt uns vielleicht das Lied »Der Mond ist aufgegangen« in den Sinn. Letztes Jahr wurde es von Balkonen aus sogar ganz oft gesungen. Dort hören wir von den vielen Sternlein am Himmelszelt, die am Himmel prangen, vom schwarzen Wald und vom Nebel, der aus den Wäldern steigt. Dieses Lied erinnert uns daran, dass auch wenn der Abend des Tages, der Abend der Welt, der Abend des Lebens vielleicht kalt und bedrohlich erscheinen mag, dass doch alles in Gott geborgen ist und behütet ist. Es wird ein gutes Ende nehmen. Nicht nur für mich, auch für meinen Bruder, meine Schwester und auch für den kranken Nachbarn, wie es im Lied heißt. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweigend und aus den Wiesen steige der weiße Nebel wunderbar. So legt euch, Schwestern, Brüder, in Gottes Nacht aus seiner langen Reise durch Amerika
kommt ein Mädchen zu Elvin ans Feuer. Sie stand an der Straße, um zu trampen. Niemand nahm sie mit. Jetzt setzt sie sich zu ihm, isst ein Würstchen und fragt ihn, woher er kommt und nach seiner Familie. Dann erzählt Elvin von seiner verstorbenen Frau und von den 14 Kindern, von denen nur 7 überlebten. Dann fragt Elvin das Mädchen, sag, und deine Familie? Das Mädchen schweigt. Elvin hakt nach, sagt, bist du weggelaufen? Wieder Stille. In welchem Monat bist du? Fragt er schließlich, und da antwortet das Mädchen im 5. Woher ahnt Elvin das? Er spürt es einfach und ist ein vollendeter Seelsorger. Es gibt keine Überredungsversuche, keine Vorhaltungen, sondern diesen Satz. Besser als hier zu sitzen und mit einem alten Kauz, der mit seinem Rasenmäher quer durch Amerika fährt, Würstchen zu braten, ist ein warmes Bett zu Hause doch allemal. Und da muss das Mädchen lachen. Und während die beiden am Lagerfeuer sitzen und ins Feuer blicken, erzählt Elvin von seinen eigenen Kindern. Wie er mit ihnen früher ein Spiel gespielt hat. Jedes Kind bekam einen Stock und den Auftrag, diesen zu zerbrechen. Das ging leicht. Dann bat der Vater die Kinder, Stöcke zu sammeln und diese Stöcke zu einem Bündel zusammenzufassen, zusammenzubinden. Das Bündel konnten die Kinder dann nicht mehr so leicht zerbrechen. Das ist die Familie, sagte Elvin. Ein Bündel von Stöcken. Am nächsten Morgen ist das Mädchen verschwunden. Als Elvin aufwacht, sieht er, dass das Mädchen vor die ausgebrannte Feuerstelle ein Bündel aus zusammengebundenen Stöckern gelegt hat. Nach vielen Wochen im Schritttempo rollt Elvin mit seinem kleinen Rasenmäher auf den Hof seines Bruders. Der kommt und sieht ihn, und es dämmert ihm auch, was Elvin auf sich genommen hat, nur um zu ihm zu kommen. Er fragt, bist du damit den ganzen Weg zu mir gefahren, nur um mich zu sehen? Und in seinem Gesicht spiegelt sich die Sehnsucht wieder, die auch Elvin nach seinem Bruder hatte. Die beiden setzen sich auf die Veranda, schauen in den Sternenhimmel, so wie sie das als Kinder schon getan haben. Nehmen wir Elvin, den alten, aufrechten Mann, der dickköpfig sein Leben lebt, mit in die kommende Woche. Und nehmen wir auch ein Wort Jesu mit in die kommende Woche, das so wunderbar dazu passt. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig, die so straight in ihrem Herzen sind wie Elvin, denn über ihnen ist der Himmel voller Sterne. Bis wir uns wiedersehen, halte Gott uns alle fest in seiner Hand. Amen. Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich